In diesem Video schauen wir uns an, wie man eine EasyVis-Kamera mit dem WLAN im Heimnetz verbinden kann. Der Fall kann eintreten, wenn die Kamera neu gekauft wird und frisch aus der Packung kommt und kann auch auftreten, wenn zum Beispiel das WLAN-Passwort geändert wurde und die Kamera sich nicht mehr verbinden kann oder es zu sonstigen Fehlern kommt. In all diesen Fällen wird euch jetzt diese Anleitung nach dem Intro weiterhelfen. Ganz wichtig, die Kamera benötigt natürlich Strom. Und damit es nicht zu unvorhergesehenen Fehlern kommt, nimmt man nicht irgendein Ladegerät, das man dort anschließt, sondern genau das, das mitgeliefert wurde, denn nur das liefert auch die entsprechende Menge Strom, die die Kamera benötigt. Ist die Kamera angeschlossen und bekommt das erste Mal Strom, dann richtet sie sich neu aus bzw. kalibriert sich erstmal. Wenn die Kamera schon im Werkszustand ist, dann kannst du im Prinzip den nächsten Schritt überspringen, es schadet aber auch nichts, wenn du dich auch noch hier an die Anleitung hältst. Ich schiebe die Linse, dieses Plastikgehäuse, ein bisschen nach oben und unten sehe ich dann den Micro-SD-Karten-Slot und den Reset-Button. Wenn du ein anderes Kameramodell von EasyVis hast, dann befindet sich der vielleicht nicht da, wo er sich bei mir befindet. Da hilft dir bestimmt die Anleitung weiter, wo der Reset-Button zu finden ist. Den halte ich jetzt einfach so lange gedrückt, bis eine Stimme aus dem Lautsprecher ertönt und mir das Zurücksetzen bestätigt. Ich habe nicht verstanden, was die Stimme sagt, aber sobald die ertönt, ist auf jeden Fall die Kamera zurückgesetzt. Für alle, die die Kamera schon in Benutzung hatten, denen würde ich raten, die ganzen Daten einmal zu sichern, vor allem weil die Bilder verschlüsselt werden und dafür das Verschlüsselungspasswort verwendet wird, das entweder hinten auf der Kamera steht oder das selbst festgelegt wurde. Was dann mit den Bildern passiert, die ein anderes Passwort hatten, das weiß ich nicht genau, deshalb mein Rat, die auf jeden Fall vorher in einem unverschlüsselten Format irgendwo zu sichern oder in einem verschlüsselten Format, von dem ihr natürlich das Passwort kennt. Sobald die Kamera zurück ist im Werkszustand, hat sie keine Verbindung mehr mit eurem Router bzw. mit eurem Heimnetz oder eurem WLAN. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr WLAN benutzt. Wenn ihr natürlich ein Ethernet-Kabel benutzt, ist das Ganze ungleich einfacher, weil sich die Kamera ja beim Verbinden mit einem Ethernet-Kabel schon direkt im Heimnetz ohne weitere Konfiguration befindet. Bei WLAN sieht das ein bisschen anders aus. Um die Konfiguration überhaupt starten zu können, brauche ich die EasyVis-App. Die finde ich zum Beispiel im Google Play Store. Die war bei mir natürlich jetzt auch schon installiert und ich hatte die Kamera ja auch schon mal eingerichtet. Das Vorgehen ist aber im Prinzip dasselbe. Ich gehe jetzt in meinem Fall auf das Plus hier rechts oben, um eine neue Kamera hinzuzufügen. Die App erkennt, dass die schon mal hinzugefügt war und der Wizard für das Hinzufügen über WLAN startet. Ich muss also hier ein paar Dinge bestätigen und das sollte ich auch wirklich gewissenhaft tun, nicht dass ich mir hier andere Probleme einhandle. Im Auslieferungszustand, den wir ja jetzt durch die Reset-Taste wiederhergestellt haben, strahlt die Kamera ein eigenes WLAN aus. Mit dem verbindet sich jetzt das Handy und diese Verbindung wird dann genutzt, um die Zugangsdaten zum Router zu übermitteln. Die Zugangsdaten zum Router müssen wir selbst erstmal eintragen. Die sind bei mir jetzt hier schon angezeigt, was ich etwas bedenklich finde, denn mein WLAN-Passwort wurde hier offensichtlich in der App gespeichert. Bei der Neueinrichtung weiß ich aber noch, muss man das WLAN-Passwort manuell einmal eingeben. Es wird dann also an die Kamera über das eigene WLAN, die SSID eures WLANs, also den WLAN-Namen und das Passwort übermittelt, sodass sich die Kamera direkt mit eurem Router verbinden kann. Sind die Informationen übermittelt, beginnt die Kamera sich zu verbinden und das Handy springt wieder zurück in das bekannte WLAN des Routers. So sind jetzt beide Geräte im selben Netzwerk, also mit dem Router verbunden und können über die App miteinander kommunizieren. Ja, das war's jetzt eigentlich auch schon. Ich danke dir fürs Zuschauen und wünsche dir viel Spaß mit deiner Kamera. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Abo und einen Blick in die Videobeschreibung.